Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal Respekt für die lange Sitzungsleitung, die Sie heute hier schultern. Herzlichen Glückwunsch, Dankeschön auch. Ich glaube, der letzte Beitrag von Herrn Höhne macht deutlich, vor welchem Dilemma die Landesregierung steht. Sie versucht zu suggerieren, dass man, wenn man Umverteilung im System vornimmt, es nicht zur Umverteilung kommt. Das ist aber schlichter Blödsinn, Herr Kollege Höhne, und Sie können das auch nicht verschweigen. Deswegen sind Sie auch angeschrieben worden mit der Frage, warum denn Wuppertal, Duisburg und andere Städte weniger bekommen. Und Sie haben gesagt, weil das sachgerecht und gerecht ist. Das halte ich nicht für sachgerecht, weil in diesem System es um die Frage geht, welche Kommunen benötigen besonders viele Investitionen. Ihr ganzer Redebeitrag und auch das, was Herr Hoppe-Biermeier mühsam hier vorgetragen hat, ist eine Diskussion, die sich im GfG abspielen muss, welchen Finanzausgleich wir machen, welche Städte relativ, und wir reden immer nur über relativ, besser oder schlechter mit den Finanzen auskommen, die das Land Ihnen zur Verfügung stellt. Und Sie tun ja deswegen auch so, die Ministerin hat es heute mehrfach gemacht, Sie tun ja so, als wenn die Festlegung der Bildungspauschale, also ein Teil aus dem Topf GfG, konkret festgelegt für Sportmittel oder für Schulmittel, mehr für die Kommunen sind. Das ist es nicht. Das ist aus dem Stück GfG ein Stück Kuchen abgeschnitten und es bleibt der gleiche Umfang für die Kommunen vorhanden wie vorhin. Und eine zweite Absurdität, Frau Ministerin Scharrenbach, die möchte ich schon auch noch mal erwähnen. Sie haben vorhin allen Ernstes vorgetragen, dass es gut sei, wenn 80% der Kommunen oder mehr bekommen als andere. Das sind ganz schräge Vergleiche. Wenn Sie Essen, Dortmund und Duisburg und Köln nehmen, dann haben wir irgendwie 3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Das sind 20% der Bevölkerung von Nordrhein-Westfalen, aber gerade mal 1% der Kommunen. Was ist das für ein schräger und schwachsinniger Vergleich, Frau Ministerin? Das hilft uns an dem Stück überhaupt nicht weiter. Und jetzt noch zu dem Verteilungsschlüssel, weil das wichtig ist und in der Anhörung eine wichtige Rolle gespielt hat. Alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hier anwesend waren, hier in diesem Plenarsaal, haben diesen Verteilungsschlüssel kritisiert und ihn für falsch gehalten. Lediglich, das ist richtig dargestellt worden, dass die Interessenverbände nach ihren Interessen Schwerpunkte gelegt haben, der Landkreistag und der Städte- und Gemeindebund eher in ihre Richtung tendiert sind, der Städtetag in eine andere Richtung. Aber die Wissenschaft, die hatte eine klare Meinung, die hält ihren Verteilungsschlüssel für falsch. Und ich möchte, Herr Kollege, und ich möchte Ihnen, Herr Kollege Löttgen, das finde ich ehrlich gesagt, Herr Kollege Löttgen, finde ich das unverschämt, was Sie jetzt gesagt haben. Wir machen faktenbasierte Politik und hören sehr wohl auf das, was in einer Hörung gemacht wird. Das scheint Ihnen allerdings abzugehen, finde ich unverschämt und weise ich auch sehr deutlich zurück, was Sie im Zwischenruf gesagt haben. So, jetzt nach vorne, was die Bemessungsgrundlagen anbetrifft. Der Bund, wir bekommen die 30% vom Bund deswegen, weil der Bund gesagt hat, Nordrhein-Westfalens Kommunen sind relativ zum Bundesschnitt schlechter gestellt und brauchen mehr Investitionen als andere Städte. Und genau dieses Bundesland legt jetzt einen Schlüssel fest, der das konterkariert. Und natürlich, Herr Höhne, ist das im Rahmen des gesetzlich Möglichen. Sonst müssten wir hier gar nicht stehen, sonst wird der Bund sagen, das dürft ihr gar nicht, und dann hätte sich die Debatte erledigt. Aber, Herr Kollege Höhne, eins ist klar, das, was Sie machen, ist der Anfang eines ganz bestimmten Spiels. Sie werden beginnt mit heute in den nächsten Monaten ganz sukzessive in die Gegenden umschichten, wo Sie meinen, bessere Wahlerfolge zu bekommen. Und das kann kein Maßstab von Politik sein. Und deswegen lehnen wir das auch sehr, sehr klar ab.